Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportgaschemme. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin heute etwas später. Ich wollte mir erst das Spiel angucken. Werder Bremen gegen Bayern München. Wer es nicht gesehen hat oder das Ergebnis nicht weiß, die Bayern haben die Hürde Bremen souverän eigentlich mit 4 zu 0 genommen. Wen es interessiert, Harry Kane ist dann verletzt ausgewechselt worden, beziehungsweise angeschlagen, hat aber ein Tor erzielt und eins vorbereitet. Aber wir wollen ja Priorität legen auf den ersten FC Köln, der morgen Abend zum Spitzenspiel nach Dortmund reist. Mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe, auch hinsichtlich der Verletzten, die wir schon wieder alle haben, wie Marc Uth, Thielmann, Linden Meiner und Co. Ist natürlich sehr, sehr schwierig. Baumgart sagt zwar, er will richtig agieren, aber mal sehen, was da morgen rausspringt. Die Dortmunder wissen die nun auch nicht genau, wo sie stehen. Der FC Dross hat sich heute Nachmittag dann gen Dortmund begeben mit 22 Spielern, wobei Köpping auch dabei ist. Und man hat sich noch eine Option gelassen. Man hat auch Tickets mitgenommen, sofern es bei Selke nicht geht. Also gehe ich mal von aus, entweder fängt Selke an oder es geht gar nichts. Dann wird er aus dem Kader gestrichen und Tickets kommt dann in den Kader, so dass man 20 Leute im Kader hat. Ja, ihr wisst alle, mit Meiner verletzt, Uth verletzt. Ich gehe mal von folgender Aufstellung aus: Schwebe im Tor, rechts Benno, zentral dann Hübers und Chabot, links Paqueta. Ich denke mal, dass man mit zwei Sechsern agieren wird, gerade in Dortmund. Mit einem Sechser wäre schon ein gefährliches Pflaster. Ich denke mal, die zwei Sechser sind dann Martel und Lubicic. Rechts Husen Basic, links dann Kainz, zentral Waldschmidt und vorne Selke, sofern es bei ihm möglich ist. Sollte Selke nicht spielen, wird er natürlich etwas umwerfen, aber was er dann umwirft, ob er Waldschmidt vorne in die Spitze stellt und nimmt einen anderen Spieler noch ins Mittelfeld wie Olesen oder so, das muss man abwarten. Ja, in Dortmund haben wir ja schon so einige Pleiten erlebt und ich bin sehr gespannt auf das Spiel morgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich bin FC-Fan durch und durch, sehe aber morgen ja etwas schwarz. Ja, wir tippen ja auch immer ganz gerne und ich glaube, dass wir morgen in Dortmund nichts holen. Ich tippe aber manchmal auch extra gegen den FC in der Hoffnung, dass wir dann doch was holen. Mein Ergebnis ist 3 zu 1 für die Dortmunder Borussia. Ja, die ja nun gespiekt sind, haben zwar auch den einen oder anderen Verletzten, aber der Kader, der gibt so einiges her. Davon können wir nur träumen, wenn wir schon auf den Kader zu sprechen kommen. Ihr wisst ja sicherlich, Soldo hat man verliehen nach Kaiserslautern. Und ja, wie die Sache sich mit Ali Du entwickelt, da sind wir jetzt nun auch, glaube ich, einen Schritt weiter. Ich denke mal, das wird nächste Woche über die Bühne gehen. Wir wollten ja eine Kaufoption, das wollten die Frankfurter erst nicht. Jetzt ist man sich so irgendwo übereingekommen, dass eine Kaufoption besteht, aber dass die Frankfurter ihn dann zurückkaufen können, aber mit einer höheren Summe, als wir ihn dann kaufen würden. Also ich denke mal, das ist ein Geschäft, das kann man ruhig über die Bühne bringen. Zumal Ali Du dann natürlich auch in der Verfassung ist, beziehungsweise den Willen zeigt, dass er was zeigen kann in Köln, wo er ja nun in Frankfurt wenig Gelegenheit hatte. Und gerade von der Schnelligkeit ist es natürlich, gerade im Moment, der gibt der Kader nicht gerade viel was her, von Schnelligkeit betrifft. Und ja, muss man sehen. Ich denke mal, ich hoffe es, dass wir vielleicht eventuell einen Punkt mitbringen können, gerade in Bezug auf das schwere Anfangsprogramm, was man dann doch ja hinter sich bringen muss. Nächste Woche gegen Wolfsburg, das wird ihr dann auch nicht allzu einfach. Ich gebe euch mal meine Ergebnisse hier durch. Ihr könnt es gerne kommentieren oder könnt eure Ergebnisse drunter setzen. Der VfB Stuttgart erwartet den VfL Bochum. Mein Tipp ist 3 zu 0. Ja, die Pillen erwarten Leipzig. Mein Tipp 2 zu 2. Augsburg-Gladbach 2 zu 1, Hoffenheim-Freiburg 1 zu 1, Wolfsburg-Heidenheim 1 zu 0, Dortmund-Köln hatte ich bereits erwähnt 3 zu 1, Union gegen Mainz 2 zu 2, Frankfurt gegen Darmstadt 98 4 zu 1. Weil ich gerade gesagt hatte, Union, also die Unioner, was die da auf dem Transfermarkt alles jetzt Gosens geholt, Volland noch, mein lieber Mann, ich weiß, ob die Deutscher Meister werden wollen, aber man muss einen Hut ziehen. Ja, die machen es richtig, richtig gut, gerade hinsichtlich der Neuverpflichtungen und sind ja nun auch dieses Jahr
international wieder vertreten. Ja, wie gesagt, dann sind wir sehr gespannt auf das Spiel morgen Abend. Morgen Nachmittag haben wir natürlich noch ein paar schöne Spielchen. Und dann um 18:30 Uhr, ja, gegen den BVB. Da wollen wir hoffen, dass wir einen richtig guten Tag erwischen. Die Dortmunder keinen gar so guten. Dass Schwebe in Höchstform ist und dass wir vielleicht irgendwo ein Pünktchen ergattern können. Aber die Dortmunder, denen geht es genau wie uns Kölnern. Die wissen auch nicht genau, wie es steht. Die Vorbereitungsspiele sind eben halt alles nur Makulatur. Man hat es eben gerade wieder gesehen beim FC Bayern, haben wir nun auch nicht gerade eine berauschende Vorbereitungsphase gehabt. Und wenn es dann drauf ankommt, dann ist das, was zählt. Und da wollen wir hoffen, dass wir uns da vernünftig in Dortmund aus der Affäre ziehen. Vor allen Dingen, dass wir ein anständiges, vernünftiges Spiel abliefern. Ja, ich denke mal, über den Kampfgeist und über die läuferische Moral brauchen wir eigentlich nicht zu diskutieren. Das hat ja die Truppe mehr oder weniger in sich. Das ist ja wie eine DNA. Und da wollen wir nur hoffen, dass wir dann auch mal ein Türchen machen. Und wie gesagt, es ist eben halt bedauerlich mit den Verletzten. Ich denke mal, wir sind ja die letzten Monate richtig gebeutelt worden mit Verletzten. Irgendwann muss der Faden ja auch mal, der Unglücksfaden mal reißen, dass wir wieder aus dem Vollen schöpfen können. Man muss sich nur mal vorstellen, dem einen oder anderen Innenverteidiger, der zieht sich noch eine Verletzung zu oder wird gesperrt. Da wird die ganze Geschichte schon sehr, sehr eng. Und ich hoffe doch sehr, dass Keller und Co. sich dann nochmal was einfallen lassen und werden auf dem Transfermarkt nochmal tätig. Ja, dann natürlich von hier beste Genesungswünsche an alle angeschlagenen und verletzten Spieler, dass ihr bald wieder im Trikot zu sehen seid und ja, eure Spiele absolvieren könnt, den Kader vervollständigt und dass wir dann unsere nötigen Punkte holen. Und dann sieht es ja gar nicht so schlecht aus, denke ich mal. Vielleicht kommt auch irgendwo der ein oder andere, ja, Jugendspieler nochmal zum Einsatz und kann dann zeigen, was er kann. Max Finkgräfe ist ja nun auch morgen im Kader. Man weiß nie, was passiert. Vielleicht kommt so ein Junge mal irgendwo, ja, auf den Platz und zeigt dann, was er kann und ist ab da dann eventuell Ergänzungsspieler oder gar Stammspieler. Sowas hat es ja schon oft gegeben. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, es ist schon spät, fast in der Nacht. Dann wünsche ich euch morgen Nachmittag einen schönen Nachmittag, einen spannenden Nachmittag und morgen Abend natürlich dann für alle FC-Fans mindestens ein Pünktchen aus Dortmund mitbringen. Dann ist das Wochenende gerettet. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Holly. Ciao.